Wie viel Inventar habe ich noch? Nicht so viel. Schon 4 Bargeist-Schädel freut mich auch grundsätzlich. Schwalbe. Ich meine, ich bin ja in der Nähe. Ich mache das, wenn. Tschö. Ich hätte das mal in andere Sachen Was machen kann ich sollen. für euch tun? Anfängerfehler. Ach was. Ich bin ein Hexer. Bah, beim ewigen Feuer. Habt ihr Arbeit für mich? Nein, aber fragt den Geistlichen. Gut. Was war Ich das? spreche mit ihm. Was kann ich für euch tun? Warum so düstere Stimmung? Ich rede nicht Solche? mit Fremden. Tut ihr es für 5 Orens? Dafür würde ich den ganzen Tag mit einem Bargast plaudern. Ach komm, 5 Hammer. Bitte. Erzähl. Die Pest war verheerend. Die Leute starben wie die Fliegen. Das Wimmern währte 3 Monde lang. Ohne den Geistlichen wären wir alle dahingegangen. Kein Wunder, dass wir Fremden mit Misstrauen begegnen. Ihr wisst nicht, wie das ist, wenn einem die Pest die Familie nimmt. Der Geistliche betete den ganzen Tag zum ewigen Feuer und nahm keine Nahrung zu sich. Seine Buße befreite uns von der Sünde und stärkte unseren Glauben. Na klar. Wir reinigten unsere Häuser von Sünde und Schmutz. Sammelten sie ein und am nächsten Tag waren wir befreit von unserer Verderbtheit. Danach sprach der Geistliche zu allen Verbliebenen: Ihr habt wohlgetan, eure Häuser von der Sünde zu reinigen. Ich weiß, es war schwer. Ich weiß, es waren Verwandte. Aber das ewige Feuer schickte ihnen die Pestilenz als Strafe. Ihr seid rein, ihr werdet leben. Und wir glaubten ihm und gingen hinaus. Es war frostig und beißend kalt. Aber wir büßten, wir krochen auf Knien durch das Dorf und beteten in allen 5 Kapellen. Am nächsten Tag herrschte Stille im Dorf, als wären alle eingeschlafen. Seither wurden weniger krank. Eine tröstliche Geschichte. Lebt wohl. Man braucht den Glauben doch einfach. Hey, wir waren. Der hat mir noch mehr zu sagen. Erzähl mir. Was kann ich für euch tun? Erzähl mir Dinge. Okay. Ich suche jemanden, der in diesem Gasthaus weilte. Salamander, Seht euch an Salamander. den Tischen um, aber nachts ziehen sich die Gäste in ihre Zimmer zurück. Kommt morgen wieder, wenn ihr mit ihnen reden müsst. In Ordnung. Ich verbringe doch schon die Ich ganze sehe Nacht hier mich mit um. Reden. Was kann ich für euch tun? Ein Habt ihr ein Zimmer. Zimmer? Ja, für euch 5 Orens. Nein, Ich passe. brauche ich noch nicht, aber okay. Und Storage brauchen wir gerade noch nicht. Hier sind doch Leute, es ist doch. Alter Bauer. Mizima habe ich die Rinnsteine Das bringt mir gar gereinigt. nichts. Trunkenbold. Oh, will er sich Was prügeln? wollt ihr? Heißt ihr Fremde stets so herzlich willkommen? Oder hinten Ist prügeln sie sich. alles eins, bis wir holen uns alle. Danke für das Gespräch. Was? Feiern wir? Und dann? Ach komm. Nimmt am Wetttrinken teil, um Informationen und Belohnungen zu gewinnen. Ach was. Und ich dachte so, das ist jetzt einfach just for fun, aber nein. Links liegt während eines Gesprächs auf Trinken, um ein Getränk auszuwählen. Tipp: Allerdings haben Charaktere oft starke Vorlieben und verweigern möglicherweise alles außer ihrem Lieblingsgetränk. Bringt euren Gegner unter den Tisch, aber achtet darauf, nicht die Besinnung zu verlieren. Ja, woher soll ich denn wissen, was der. Tafelwasser. Wisimas Gold. Prost. Und dann? Nochmal? Was Das ist ist das? nur zum Saufen da. Dein Ernst, wie viel muss ich saufen? Ziegenmilch, Kettwin Gold. Bockbier, alles klar. Da wird auch Inventarplatz leer. Oh, jetzt sind wir auf jeden Fall besoffen. Was soll's? Wie viel hält der aus, der Junge? Bitte fall doch mal um. Es reicht jetzt. Es reicht jetzt, bitte. Komm schon. Oh Gott. Ich vertrage mehr als ihr. Ihr könnt wahrlich einen Stiefel vertragen. Kriege ich keinen Siegespreis? Hab jüngst mit einem Kaufmann gepichelt. War ein Schwächling. Nimm dieses Buch. Danke. Oh, was? Wie gut das einfach aussieht.
Wie gut es einfach aussieht, wie er besoffen ist. Lala. Lala, lala. Geiger, erzähl mir was, Geiger. Was ist los bei dir? Ich schwöre, aber ich glaube, wir haben gerade ein Buch gekriegt, ein cooles Buch. Nekrophagen über Ghule und Krabben. Ja, nice. Das haben wir gesucht. Ghule. Das brauchten wir ja schon. Wir brauchen zwar noch das über die anderen, aber. Nekrophagen, den Ghul und den Krabben. Er bietet Informationen über die Art, diese zu bekämpfen, über alchemische Zutaten. Wundervoll. Über Ghul. Und was? Zutaten. Ghul, okay. Das freut mich sehr. Das war eine gute Idee, mich zu besaufen. Wir lernen daraus. Alkohol, ne? Trinken ist wichtig. Trinken ist wichtig. Wolltet ihr mich noch etwas fragen? Oh ja, ich bin total blau. Wir nö. Sprechen uns noch. Das waren die alten Fragen. Oh, Alvin. Alvin levitiert hier. Alvin. Alvin. Alvin, ich will mit dir. Ihr habt mich gerettet, oder? Ich Nein? habe geholfen. Ja. Frag mich, was jetzt aus mir wird. Wartest du auf deine Leute? Er ist total besoffen, aber redet gut. Meine Familie ist gestorben. Tut mir leid, Junge. Ist schon in Ordnung. Ich kannte sie ja kaum. Das ist doppelt traurig. Hier war nicht noch irgendwer irgendwas? Auf jeden Fall können wir noch Zeug looten. Oh nein, die Fässer sind doppelt. Eure Mutter lutscht Zwergenschwänze. Das würde mich wundern. Oh ja, neuer Alkohol. Wer will einer aufs Maul? Das ist wichtig. Oh, was ist das? Knäckebrot. Honigwabe, tatsächlich. Okay. Oh, Kräuterwodka. Boah. Faustkämpfer. Edfried. Ich bin gerade besoffen. Ich weiß nicht, ob ich kämpfen sollte. Mit wem kenne ich denn? Wahrscheinlich der so besonders heißt. Wer will einer aufs Maul? Erzähl mal. Du siehst aus wie dein Bruder Olaf. Schau an, ein Hexer. Ist hier eine Art Turnier im Gange? Wir verprügeln einander für Geld. Interessant. Ja, ich brauche Geld. Wenn ihr wollt, dass Fettfried euer Gesicht umgestaltet, zeigt mir euer Gold. Wie viel? 25 Orens. Oh. Was? Erzähl mir von diesem... Ich habe keine... Doch, habe ich noch, aber... Habe ich sie danach noch? Erzähl mir. Erzählt mir von diesem Turnier. Die Regeln sind ganz einfach. Ihr schlagt euch gegenseitig ins Gesicht. Wer am Ende noch steht, hat gewonnen. Klar und deutlich und einfach. 25 Orens. Ja, na dann versuchen wir das doch mal. Ich bin dabei. So, okay. Ein gelber Sockel zeigt Charaktere an, gegen die ihr im Faustkampf antreten könnt. Linksklick zum Angreifen. Blockiert Angriffe durch Klicken und Halten der rechten Maustaste. Also wenn wir nicht blocken, wird's nix. Ihr Dreckskerl! Keine Herausforderer? Es ist echt. Ich meine, ich bin auch besoffen, aber. Einmal? Ich will einer aufs Maul. Was wird das hier? Ich check's nicht. Check's nicht ganz. Der weicht mir aus. Kämpfig. Auf sein Gesicht ziehen? Der weicht mir die ganze Zeit aus. Das gibt eine Kombi, wenn ich, glaube ich, dann wieder drücke, wenn er hier... Keine Herausforderer? Hä? Liegt das nur daran, dass ich besoffen bin, oder ist das ein bisschen hagelig? Ich versuche hier eine Kombi zu landen, aber es will nicht. Oh, scheinbar hat es schon irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht, was ich hier getan habe, aber es hat funktioniert. Das ist sehr, sehr schön. Sehr schön, okay. Warte mal, und jetzt? Oh. Ihr habt gewonnen. Wo ist meine Belohnung? Wie gechillt. Wählt. Zwei Flaschen Schwarzgebrannter und ein kleiner Happen dazu? Ein Ring oder Bargeld? Was? Wodka? Was zum Nachspülen? Den Ring? Was für ein Ring soll das sein? Gib mir mal das Gold. Ich nehme das Gold. Ja. 100 Orens. 125 Orens. Ich sollte mir einen stärkeren Gegner suchen.
Meditation, um Talente zu verteilen. Also ich sollte mich auf jeden Fall mal ein bisschen ausruhen hier. Was haben wir hier noch? Der Trunkenbold, alter Bauer. Ich kann jetzt nicht mehr saufen. Das schaffe ich nicht. Aber wir können noch... Ja, ich weiß, aber es gehört doch irgendwie dazu, oder? Komm her, mein Freund. Ihr seht nicht gerade aus wie einer, der Glück in der Liebe hat. Aber ich wette, ihr habt Glück beim Würfeln. Ganz genau. Ich weiß ein wenig über das Spiel. Permanent besoffen. Ich würde gewiss nicht mogeln. Ich schlage nur ein ehrliches Spiel vor. Na dann. Ehrlich? Der erste ist, glaube ich, immer geschenkt. Wieso ich? Will sonst niemand mit euch spielen? Risiko ist euer täglich. Wenn ich nochmal ähnlich viel verdiene, dann kann ich mir ein Buch kaufen. Ehre, mit euch zu spielen. Meine Börse ist so leer wie des Schmiedes Blasebalg. Gar nicht wahr. Die Bauern hier haben nichts als Kohlköpfe zum Wetten. Ein Jäger, das war ein echter Gegner, liebte das Spiel, aber ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Mhm. Wundert mich nicht. Zweifellos habt ihr ihn ordentlich ausgenommen. Wow. Ich will ganz offen sein. Er liebte hohe Einsätze. Mhm. Aber die Würfel waren ihm von Anfang an nicht wohlgesonnen. Mhm. Was lebt ihr denn gut vom... Lebt ihr denn gut vom Würfelspiel? Das kommt ganz auf den Gegner an. In Vizima sind die Einsätze sicherlich höher. Wo in Vizima finde ich einen, der mitspielen würde? Falls ihr reich seid, dann im Neu-Narrakord. Ihr könnt es auch im Haarigen Bären versuchen, wenn ihr euch traut. Ein haariger Bär. Wer ist dieser Jägersmann, gegen den ihr gespielt habt? Das muss ein großer Liebhaber gewesen sein, denn ich bin nie einem Mann begegnet, der solches Pech hatte. Er verlor viele Orens. Hütet euch. Er kommt gewiss sein Gold holen, wenn er mit Lieben fertig ist. Ich denke nicht, Herr. Man hat ihm das Verlieren von Weitem angesehen. Gewiss wagt er sich seiner Schulden wegen nicht mehr her. Hm. Lebt wohl. Ich muss gehen. Also mit dem kann ich nicht spielen. Scheinbar. Okay. Okay. Wir müssen kurz mal meditieren. Toll, dass er dann erstmal joggen geht. Was kann ich für euch tun? Ich möchte etwas aufbewahren lassen. Nee, warte mal. Es wird Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Da draußen ist so eine Feuerstelle. Ich kann auch an Feuerstellen meditieren, oder bin ich doof? Ich muss doch nicht extra dem Geld bezahlen, wenn ich das doch draußen machen kann. Ich just saying, nicht wahr? Ich meine ja nur. So, Feuerstelle. Ich habe doch jede Menge Feuersteinzeug. Ich muss die doch safe nur anzünden und dann kann ich da... Ups. Kann ich? Ja. Ne? Und jetzt? Ja, dankeschön. 9 Bronzetalente, wow. Intelligenz. Warum nicht, ne? Dann gehen wir auf jeden Fall auf Stärke. Immunität gegen Schmerz. Was wirkt nur, wenn Geralt Alkohol getrunken hat? Was ist das? Das braucht kein Dings. Dafür braucht man Silbertalent. Großartig. Parieren plus 10. Vitalität, Regeneration, 1 pro Sekunde. Gesch, ne? Machtverstärkung im Faustkampf frei. Klar, wir prügeln uns noch ein bisschen Geld raus vielleicht. Alkohol. Erfordert Verzehr eines Mutagens. Naja. Gut, Stärke. Was haben wir hier noch? Das haben wir ja. Eines Mutagens. Angreifen, Ausweichen, Blendenresistenz, Einäscherungsresistenz. Erhält die Fähigkeit, Pfeile abzulenken. Parieren. Schaltet alle Bewegungen im Faustkampf frei. Schön, schön. Dauer eines Alkoholrauschs minus 50%. Aber für das eine muss ich doch Alkohol getrunken haben. Das beißt sich doch, oder? Ausdauerregeneration. Zweimal pro Tag Energie aus Orten der Macht zu ziehen. Giftresistenz. Ausdauerregeneration. Basisintensität. Und dann kann ich andere Sachen noch machen. Kräuter zu identifizieren. Was? Das kann ich noch gar nicht. Dann muss ich Sachen wegnehmen. Wir kommen so klar. Was ist das hier? Geralt erinnert sich an Wissen über einige der Mächtigen, ohne dass er ihnen im Spiel begegnen muss. Das brauche ich auch. Öle herzustellen, ich brauche das alles. Okay, ich muss Talente freimachen. Darauf will ich nicht so lange warten. Machtverstärkung. Vitalität hätte ich schon gern. Ja, komm, noch ist der Faustkampf nicht so schwer. Öl herzustellen würde ich mal noch weglassen. Okay.
Wir sind noch ein beginnender Hexer, aber wir sind schon ein sehr guter Hexer, finde ich. Dann meditieren wir mal kurz. Wir hätten jetzt natürlich nach der Uhrzeit gucken können, dass es dann Tag wird, aber so lange kann das, glaube ich, auch nicht mehr dauern. Guck mal, es ist doch schon Morgengrauen, oder nicht? Der Kräuterkundler, wie viel Geld habe ich jetzt? Das reicht nicht, oder? Zeig mir deine Waren. 131. Wirklich schade. Ich hätte zumindest Herbarium unterirdisch wachsen. Naja. Guck mal, jetzt habe ich... Ja, nice. Jetzt habe ich lauter Sachen, die... Aber nicht zufällig auch was ich brauche. Ertrunkener. Ich weiß jetzt Sachen. Renger, Bargest. Ja, sehr gut. Ertrunkenen. Eintrag zu Ertrunkenen. Habe ich das nicht? Ungeheuer. Ertrunkener. Das habe ich doch jetzt. Oh, ich brauche das Buch vielleicht trotzdem. Ghule? Eintrag zu Ghulen im Bestarium. Habe ich definitiv was gelesen. Das ist vielleicht nur der Hinweis. Okay. Dann unbekanntes Kraut. Ja, ich kann ein Kraut sammeln. Es ist draußen. Ich sollte mich sputen. Okay, was soll's? Ah, jetzt die Tür zu. Mach die Tür auf. Ich will... Unbekanntes kann nicht gesammelt werden. Das ist ja gemein. Oh, hier ist ein Schöllkraut schon mal. Wir können auch Kräuter dann. Sachen... Oh, warum kann er das nicht einfach nehmen? Ich wollte es doch nehmen. Nimm es doch. Wessner Hut. Was steht hier draußen schon? Ja, warum steht die hier? Lass mal unterhalten. Meine Großmutter hat gesagt, ich soll nie mit Fremden reden. Du bist hier draußen, während die noch unterwegs sind, oder? Verwandelst du dich noch? Nö, okay. Dann frische Gräber. Offenbar war die Pest zu Besuch. Ja, das muss er jetzt halt nochmal sagen, weil das war ja nicht passiert, nicht? Ja. Ja. Schöllkraut. Da sind noch welche, guck. Achso, ich muss jetzt erstmal kämpfen. Entschuldige bitte. Oh, der springt mich schon an. Oh, ich habe noch den Gruppenkampfstil. Oh, zu schnell. Hallo, da brauche ich zu beißen hier, ja? Okay. Da hinten ist noch einer. Freundchen, komm her. Weg. Nicht angreifen. Ja, bitte, kein Kampf. Kein Kampf. Finden wir da jetzt nicht? Kriegen wir jetzt auch lauter Bargestschädel her? Wie viel brauche ich nochmal? 10 stand da. Glaube ich. Check habe ich. Schöllkraut. Gib mir das Schöllkraut. Überreste. Na komm. Wundervoll. Noch ein Schöllkraut. Auch dieses Herbarium, Kräuterkunde, Blödsinnzeug. Dahin ist noch unbekanntes Schöllkraut, ein Fass. Ein Fass ist sehr wichtig. Mein weiteres Vorgehen. Ich will da drüber. Ich kann nicht springen. Ich muss außen. Kapelle? Kapelle des ewigen Feuers. Gucken wir uns dann an. Gut. Wir schauen uns auch die Häuser an. Verschlossene Tür. Tür zu Abigails Haus. Da können wir rein. Da dürfen wir rein. Abigails Hütte. Abigail. Nur halt nicht von Stadio. Hi. Oh, deine Haare sind... Sowas. Ein Hexer. Willkommen. Was ist denn mit dem Typen da draußen passiert? Er ist selber schuld. Viele von denen kommen mit jämmerlichen Fantasien, die zu erfüllen ich nicht bereit bin. Die halten mich für eine Hure. Dabei bin ich einfach nur eine Hexe. Ich werde es mir merken. Keine Sorge. Ganz entzückend. Ganz so böse bin ich nicht. Der arme Sünder erholt sich wieder. Was war das am Ende? Der arme Sünder erholt sich wieder. Hubala, was habe ich denn hier? Ah, nee, ich weiß es nicht, was ich gerade gemacht habe. So, erzähl mir was, komm. Was wollt ihr? Welche Nachricht? Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Bargestenschädel? Ach, die wollte das. Noch nicht, aber dann bald. Dann sputet euch. Warte. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Was wollt ihr? Ja, ruh mich aus. Waren. Ja, zeig mir deine... Oh, nein, die hat noch viel mehr. Oh mein Gott, wo soll ich das ganze Geld herkriegen?
Ja. Fahrgästen. Was haben wir noch? Herbarium? Ist das das gleiche, wie der mir geben wollte? Sumpfungeheuer Ertrunkene. Das kostet 200. Buch der Tiere über Hunde und Wölfe. Ich hätte gern das, Quatsch, das da. Über Orgesten. Was ist das denn? Ertrunkener abwehrender Talisman. Nö, ich will mich doch prügeln. Klingenüberzug, das ist bestimmt alles sehr interessant. Was haben wir hier? Schöllkraut? Nimmt sie eins, jeweils ein. Eine, zwei. Gut, ich habe die gerade gar nicht gut, was sie für die Bargen nimmt, aber die brauchen mehr für die Quest, da kriegen wir mehr raus. Mit Sicherheit. Von Leuten, die Angriffe miterlebt haben, Berichte von Augenzeugen liefern viele wertvolle Informationen. Großartig. Ich habe das bereits gelesen, dann bleibt es hier. Uff, ich schmeiß Bücher hin, vielleicht kannst du sie noch brauchen. Was wollt ihr? Ja, bitte. Erzähl mir was. Ich etwas fragen? Mhm. Wenn es sein muss. Über die Salamandra und so? Oh, was, ein Zauber gegen Phantomhunde? Habt ihr einen Zauber gegen Phantomhunde? Was ist mit eurem Schwert? Ich hörte, Hexer hätten zwei. Eine Klinge aus Silber für Ungeheuer und eine aus Stahl für Menschen. Mhm. Beide sind für Ungeheuer. Leider habe ich keines aus Silber. Ich kenne da eine Salbe. Wenn ihr eure Klinge damit überzieht, fügt ihr selbst Geistern schwere Wunden zu. Schön. Die Formel kostet euch 30 Orens. Habe ich, glaube ich, noch, oder? Ihr benötigt Nezener Salz, Ginatsäure, Weinstein und Schweinefett. Ich kann euch die Zutaten verkaufen. Danke. Statt Nezener Salz könnt ihr auch Nieswurzblüten nehmen. Ja, ich habe kein Geld mehr, um irgendwas zu kaufen, aber ansonsten alles cool. Ja, ich kann hier... Puppe scheint eine menschliche Gestalt zu sein, aus Hanf und Wachs gemacht. Ich frage mich, wofür die Hexe das braucht. Wozu diese Puppe in Menschengestalt wohl dient? Das sieht doch aus wie der Geistliche, kann das sein? Da wieder irgendwelche Steine. Ich klau ihr Essen. Na klar, klau ich ihr Essen. Alte Truhe. Gib her. Was noch? Ja, Magie- und Hexerzeichen. Das ist voll wertvoll und ich nehme mir das einfach. Ja, eine Einladung zur Magie. Annabelle Radfind. Magie ist die Inkarnation des Chaos. Ein Schlüssel, der verbotene Türen zu Albträumen öffnet, zu den Mächten des Bösen, die die ganze Welt vernichten können. Habt ihr immer noch keine Angst vor Magie? Wollt ihr sie immer noch zähmen und sie anwenden? Dann wisset, dass Magie eine Gabe ist, die nur wenigen zuteil wird. Habt ihr diese Gabe in euch gefunden? Wollt ihr diese Quelle anzapfen? Dann wappnet euch, denn Jahre intensiver Studien liegen vor euch. Ihr müsst euch enormes Wissen aneignen und euren Verstand unablässig schärfen. Bei kreativer Magie handelt es sich nicht um die Zeichen der Hexer oder Taschenspielertricks. Magie ist eine Kunstform. Wenn ihr gelernt habt, diese Kunst zu meistern, so erlangt ihr die Macht über Feuer, Wasser, Erde und Luft. Macht über den Verstand der Menschen, Macht über euch selbst. Großartig. Ja. Ja, das ist wunderschön und ich habe bald keinen Platz mehr. Ich will einen größeren Rucksack.